Hallo und herzlich willkommen zum vierten Tag auf der Themenwanderung Die Straße der Arbeit. Heute starte ich wieder an der Bruchertalsperre und laufe bis Derschlag. Das ist nicht ganz die Originalroute. Ich habe die etwas abgeändert, damit ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Start- und Endpunkt komme. Der Startpunkt für mich war das VdK-Heim. Dann bin ich von da hier runtergelaufen zur Bruchertalsperre und ich werde dann nachher in Derschlag am Busbahnhof wieder in den Bus einsteigen. Ja, heute gibt es eine Kombination aus der gelben Route und aus der grauen Route. Die gelbe Route beschäftigt sich mit der Geschichte der Fuhrleute hier im Oberbergischen Kreis und im Bergischen Land. Und die graue Route beschäftigt sich mit der Frühindustrie. Heute stehen ungefähr 22 Kilometer auf dem Programm. Es ist mit 12 Grad ungefähr zwar recht gut und angenehm zum Wandern, aber es ist auch sehr windig und es tröpfelt ein bisschen. Ich hoffe, dass das nicht stärker wird. Ja, meine Mittagspause habe ich avisiert für den Dannenberg. Da laufe ich nämlich gleich drüber. Und das wird wahrscheinlich so ungefähr in etwa 3 Stunden sein. Das heißt, ich müsste da so zwischen 12 und 12.30 Uhr etwa ankommen. Wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten, dann freue ich mich. Und ich würde sagen, jetzt gehe ich mal los. Knapp 3 Kilometer bin ich jetzt von der Bruchertalsperre hier nach Holzwipper gelaufen. Und jetzt geht es auf direktem Wege zum Unnenberg bzw. nach Dannenberg. Da steht mir ein relativ steiler Anstieg bevor, aber ich lasse mich mal überraschen. Letztes Jahr, als wir das Wasserquintett gelaufen sind, haben wir das auch geschafft. Also sollte ich das jetzt auch hinbekommen.
5,5 Kilometer, 1,5 Stunden bin ich jetzt unterwegs. Vor mir liegt die Dannenberger Straße, die sieht man hier. Ich laufe jetzt da in den Wald hinein und komme dann nach Dannenberg. Etwa ein Viertel meiner Strecke habe ich schon hinter mich gebracht, aber der schwere Anstieg auf den Unnenberg, der steht mir noch bevor. Ja, mittlerweile ist das Wetter sehr angenehm, es hat aufgeklärt, ein bisschen blauer Himmel ist da, das freut mich total. Das macht das Wandern auch so ein bisschen einfacher. Heute Morgen, als ich losgegangen bin, da hat es ein bisschen genieselt ab und zu mal und es war ein leichter Wind, das war also nicht so angenehm. Und ich freue mich total, dass das jetzt so gut ist und ich bin frohen Mutes, dass ich jetzt gleich oben auf dem Unnenberg meine Mittagspause machen kann. Ich bin jetzt auf direktem Wege zum Unnenberg. Dannenberg habe ich jetzt gerade passiert auf der schönen Höhenstraße, die da durch den Ort führt. Und eben habe ich ein Schild gesehen, also Turmgaststätte 528 Meter. Komoot sagt mir, dass ich im Moment auf 440 Höhenmeter bin. Das heißt, ich laufe jetzt erst noch ein Stückchen runter, das sagt das Höhenprofil, und dann geht es ganz schön ordentlich rauf. Ich schätze mal, ich werde von dem Punkt, wo ich dann da unten bin, wahrscheinlich gut 100 Höhenmeter auf relativ kurzer Distanz hinauflaufen. Ja, eben bin ich von zwei netten Menschen aufgehalten worden, die hier Walking betrieben haben. Das war ganz gut, denn da konnte sich mein Körper mal so ein bisschen bei diesem schweren Anstieg erholen. Aber jetzt geht's weiter. Also es ist jetzt ungefähr 1 Kilometer, wo man hier den Berg ziemlich steil raufläuft. Eben war mir ein bisschen kalt, das hat sich jetzt nach den ersten paar Metern ganz schnell geändert. Ja, es geht weiter. Also, ich denke mal ungefähr noch 500 Meter und dann habe ich es oben auf den Unnenberg geschafft. Thank you.
Nach der Mittagspause bin ich jetzt hier den Berg runtergelaufen. Hier ist Bergfest, das heißt, ich habe die Hälfte der zu bewältigen Strecke von heute schon erledigt, Gott sei Dank. Es ist ganz schön kühl und ganz schön kalt. Meine Füße sind ziemlich kühl, weil ich eben durch nasses Gras gelaufen bin und die Imprägnierung irgendwie nicht mehr so ganz hält. Das ist etwas schade, das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, damit die Füße irgendwie wieder warm werden. Ja, bis der Schlag sind es noch etwa 10 Kilometer. Das sollte zu schaffen sein, denn wir haben jetzt mal gerade 12.30 Uhr. Weiter geht's. Seit dem Gipfel von Unnenberg bin ich jetzt kontinuierlich immer weiter runtergelaufen, also von 528 Höhenmeter auf, was hatte ich eben, 410, also schon einiges an Höhenmetern. Ja, die ganze Zeit höre ich so einen Klack, 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 Klack. Und das habe ich mir überlegt, das kann eigentlich nur ein Presslufthammer sein. Und jetzt bin ich gerade hier an dieses Schild gekommen, was man da hinter mir sieht. Ja, hier ist ein Steinbruch und hier wird davor gewarnt, sich hinter den Zaun zu bewegen, denn da besteht Absturzgefahr. Ich laufe jetzt weiter, ich habe noch ungefähr 9,5 Kilometer und dann bin ich in der Schlag. Ich bin jetzt in Becke angekommen, einem Ortsteil von Gummersbach. Oben auf dem Unnenberg waren es 528 Höhenmeter. Jetzt, wo ich hier stehe, sind es nur 260 Höhenmeter. Insgesamt bin ich etwa 3,8 Kilometer den Berg heruntergelaufen. Ich habe mal gerade ausgerechnet, das sind etwa 6,7% Steigung nach unten, die ich jetzt hinter mich gebracht habe. Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen laufen. Ich muss mal gerade nachgucken, wie viel ich noch laufen muss. 2 Stunden 13, sagt das Gerät. Und 7,6 Kilometer verbleibend. Ja, das sollte ich schaffen. Wir haben jetzt 13.30 Uhr. Also, ich denke mal, sehr gut machbar. Ja, was besonders interessant war, es gab ja oben diese Absperrung von der mit dem Stacheldrahtzaun, dass man da möglichst nicht in den Steinbruch hineinfällt. Es gab dann doch eine einzige Stelle, wo man auf den Stein steigen konnte und dann in den Steinbruch hineingucken konnte. Und das war wirklich sehr schön und sehr interessant zu sehen. Das ist der Steinbruch Talbecke. Ja, ich laufe jetzt weiter auf der Straße der Arbeit. Und ja, 7,6 Kilometer, das sollte zu machen sein. Thank you.
Ja, mittlerweile hat es leider angefangen zu regnen. Deswegen musste ich meine Verkleidung hier auch ein bisschen verändern. Ja, das Regencape hat mir wirklich gute Dienste geleistet. Jetzt hat es Gott sei Dank wieder aufgehört, obwohl es ja eigentlich gar nicht regnen sollte, laut Wetterbericht. Ich bin jetzt mittlerweile in Derschlag angekommen. Ich muss jetzt noch den Busbahnhof finden. Ich glaube, es ist noch ungefähr 1 bis 2 Kilometer und dann bin ich auch da. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, denn die Tour heute, die war dann doch ganz schön anstrengend.